Yes! Mit ein bisschen Musik werden wir jetzt hier den Shit rocken und Tetris! Ich muss Tetris spielen! Ich kann das! Was muss ich machen? Warum mache ich das? Weil ich Langeweile hab und... die Idee hatte ich auch total selber. Also es gibt keinen Menschen dieser Welt, der mich auf diese Idee hier gebracht hat. Warte, was? So, hier, genau. Also es gab niemanden, der mich auf die Idee gebracht hat. Vor allem nicht NoGames, der gesagt hat, spiel mal Tetris. Weil es total spannend und witzig wäre. Weil du bist ja sowieso witzig. Genau so hat er es geschrieben und nicht anders. Dass ich witzig bin und ich muss sagen, danke, dass du denkst, ich bin witzig. Finde ich toll von dir. Ich bin aber sowieso der übste Tetris-Pro, also früher oder später hätte ich sowieso gezockt. Ich spiele eigentlich gar nicht, das ist nur ein kommentiertes Gameplay wahrscheinlich. Deswegen bewege ich jetzt die Maus so. Falls man es gesehen hat, ich weiß ja nicht. Ob Camtasia die Maus aufnimmt. Den blauen habe ich auch richtig gut gesetzt. Ach ja, ich weiß schon, worauf es rausläuft. Worauf es rausläuft, wahrscheinlich auf dem Let's Rage. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Weil irgendwann mal so in Level 10 denke ich mir so, fuck that shit, ich werde Pokémon-Trainer. Ja, genau so. Und nicht anders wird es hier regeln und laufen und ich bin zu dumm, um zu sprechen. Ich hoffe mal, ich kann die Musik, also die Musik ist nicht zu laut oder zu leise im Vergleich zum Spiel. Aber soll auch egal sein. Willkommen bei diesem kommentierten Live-Commentary, bei diesem kommentierten Commentary vor allem, meine Damen und Herren, wo wir Tetris spielen, das ist unfassbar, die Spannung ist unmensch. Kann Tocaloni 1 dieses Spiel aufrechterhalten? Kann er die Annalen... Was? Nein! Das ist richtig schlecht, meine Damen und Herren. Was will er jetzt machen? Er muss sich es verbauen. Ja, meine Damen und Herren, das kann... Schon wieder hat er es... Na, okay, nein. Das geht doch absolut gar nicht. Er ist hier so am Verkacken, da kann ich wieder kein Match sehen. Boah, das war eine richtig enge Kiste, meine Damen und Herren. Wir zu den Olympischen... was soll er machen? Nein. Willkommen zu den Olympischen Tetris-Spielen. Zwischenrunde. Let's lappen. Nein, boah! Wenn man hier so aufspeedet, Wahnsinn. Übelst am Verkacken hier. Ja, was? Wo soll ich denn diesen Kacksteiner hinsetzen spielen? Kannst du mir auch gleich ins Gesicht scheißen, oder was, ey? Unfassbar. Ah, Mann. Ja, was soll ich jetzt machen, spiel deiner Meinung nach? Was willst du von mir? Das ist nicht witzig. Ja klar, wo soll ich... Ja, fick dich doch bitte, Mann. Ah. Wo soll ich denn jetzt hinsetzen? Komm da rein. Ich würde auch mal gern irgendwo was da rein machen. Lol, Penis. So, komm. Yes! Drei Linien hat er wieder gekillt. Wir sind Linienkiller, Mann. Wir sind Linienkiller wie Tipex. Der Vergleich war so übergeil gerade. Pumpt das die Rotzlöffel? Ja, du könntest doch... Nein! Fuck! Wir waren so gut dabei. Aber komm. Wir waren bei Level 3, wir machen genau da weiter. Wir drehen jetzt mal das Viereck. So ist... Nein, komm schnell noch... Oh, ich dachte schon, es wird falsch gedreht. Da hätte ich echt abgekotzt. Upgraged. Richtiger Scheiß. Obwohl ich gar nicht Tocaloni heiße. In jedem Scheiß-Video mach hier so Scheiß-Kack-Rap-Scheiße. Und jeder klickt weg, weil es scheiße ist und es ist scheiße. Na ehrlich. Oh, das war's perfekt. Da krieg ich gleich einen Orgasmus. Oh, das ist doch, jetzt mal ohne Witz, das hat doch jeder schon mal Tetris gespielt. Dieses Gefühl, wenn es einfach perfekt passt. Es gehen drei Lines perfekt weg. Weil ein, nein, wo, nein! Boah, die gehen perfekt weg, weil es einfach geil ist. Liebe ich schon wieder. Ah. Ja, es läuft der Asiate nebenbei, weil ich es kann und später kommt noch Fortune. Ich habe alle vier Finalrunden runtergeladen, legal. Ich habe es legal gekauft vor allem. Und werd die jetzt abspielen, dann müsst Geld zahlen, dass ihr die hören dürft. Oh, schau mal, der wird jetzt so perfekt passen, der Gelbe, und jetzt muss ich so einen Scheiß hier machen. Unfassbar. Komm. Jawohl. Unbesiegbar. Das ist sowieso das beste Let's Play auf ganz YouTube hier.
Hat noch nie jemand Tetris in Let's Play gemacht. Das wäre jetzt mal ein Let's Play von Tetris machen, wo man es durchspielt. Und dann fühle ich mich wieder witzig, weil ich einen Mega-Witz gerissen habe. Nein. Oh, 4 Lines gehen weg. 4 Lines. Fickt euch. Warum haben Blöcke eigentlich unterschiedliche Farbe? Ist das nicht eigentlich rassistisch, verschiedenen Blöcken unterschiedliche Farben zu geben? Im Endeffekt sind es doch alles nur Blöcke. Tiefgründige Anti-Rassismus-Diskussionen bei einem Tetris-Let's Play. Kommt immer richtig dick an. Will auch jeder sehen. Ich meine, sogar nun, jeder will doch sehen, wie du jetzt upraged, weil du verkackst. Und warum tust du es nicht einfach? Warum kackst du nicht einfach mal ab? Das ist doch die Frage. Jeder will es und du tust es nicht. Hör doch mal auf deinen Zuschauer. Ich hätte auch mit Facecam gemacht, aber das wäre doch zu weit gegangen. Also irgendwo ist dann auch eine Grenze zwischen witzig und hässlich. Und die sollte man dann auch respektieren als letzten Fehler. So. Und nach diesem unglaublichen Selbstdiss. Hoppala. Ich fühle mich jetzt voll wieder über Alter. Warte, komm, wer... Pause, warte, Pause. So, wer ist denn am Telefon? Ich gehe nämlich nicht ran. So, jetzt habt ihr es gehört, Warte, abweisen, weg, verpiss dich. Kein Bock auf dich, Mann. Spassi, warum rufst du mich an? Was heißt die Faster Keys? Was soll das? Was? Okay. Was hat das gerade eingestellt? Ist mir egal. Ist mir absolut scheißegal, ist mir das. Es tut mir jetzt auch leid für meinen Kumpel, dass ich ihn weggedrückt habe. Freunde, lol, geht nicht. Es tut mir jetzt sehr leid, dass ich dich weggedrückt habe. Du wirst es sowieso nie sehen, also ist auch egal. Ich habe dich gerne weggedrückt. Es hat mich moralisch befriedigt. Alter, jetzt hörst du mal auf, mich anzurufen, vielleicht? Ja, komm, fick dich. Hab ich keinen Bock drauf. Wir machen jetzt mal Pause, bis gleich. Warum, ey? Warum hat dieser Spacko mich unterbrochen, Mann? Da schieb ich richtig einen Abturn einfach. Weißt du, ich war übelst im Gameflow, ja? Und dann ruft der alte Spaten mich. Nein, war Spaß. So, jetzt muss ich sogar wegen ihm Stellen rausschneiden. Und es hat nonstop aufgenommen und müllt hier meine Festplatte voll. Ja, was soll denn das? Willst du mich eigentlich verarschen? Das macht halt gar keinen Sinn, dieses Spiel einfach. Ich spiele ja so gut und das Spiel erkennt es einfach nicht an. Komm. Boah. Der Crap, der sich Mucke nennt. Widerlich, die Bierfleck auf unten. Ich zerstöre dieses Spiel, kannst ja keinem erzählen. Warum kann sowas nicht mehr drehen? Da ist noch genug Platz, um da das noch einmal diesen Kackstein zu wenden oder was, ey? Nein! Ach komm, fick dich doch. Das wird doch nie im Leben mehr was. Komm. Den hier kannst du haben, den hier. Ich werde bis Level 10 spielen, ist mir scheißegal. Ich werde dieses Spiel neu definieren, sowieso mal. Die mich das schon kennen, es ist Tune der Chan. Und Leute sehen, dass sie es rap. Ich bin keiner, der sich in deiner Maske versteckt, yeah. Nicht heute alles. Früher keine Bitches, heute Tetris, bis der Schwanz bricht und der Boss. Lol, Tetris, egal. Mein Kumpel natürlich gesagt, dass ich gerade Tetris aufnehme, und er hat sich absolut zu Recht gefragt, was will er da quatschen? Und ich denke mir so, Tokoloni 1, warum hörst du nicht auf ihn, hörst einfach auf. Könnte man schon mal machen. Aber nein, es könnte ja irgendwie unterhalten, ja? Vor allem, weil so ein scheiß Tetris-Kack-Special, was eigentlich kein Special ist, sondern einfach nur hingekackt, weil sowas total unterhalten sein kann. Sicher, den Tag möchte ich noch miterleben. Auf meine alten Tage. Ich bin ja sowieso schon überalt. Brauche mir immer, wie es einfällt, aber ich bin alt. Du bist alt. SpongeBob. Ich quatsche halt irgendwas. Und nebenbei zu quatschen und zu zocken, ist es auch über Scheiße. Boah! Fuck. Sag mal einer, Killerspiele Rage. Spiel mal Tetris. Ohne Witz mal. Spiel mal Tetris hier auf der Seite auf Level 75. Ja, klasse. Jetzt habe ich mir auch nur mein ganzes Scheißspiel verbaut. Und, weißt du, das ist so ein typisches Minecraft-Behinderte-Scheiße, ja? Warum fallen Blöcke nicht runter? Die schweben in der Luft einfach so. Ja, da kannst du auch gleich Minecraft-LP machen. Das ist genau die gleiche. Minecraft hat übelst von Tetris abgeschaut. Vor allem in dieser Steine-fallen-nicht-runter-Geschichte. Da bin ich mir total sicher. Wenn ich der Erfinder von Tetris wäre, würde ich erstmal fett eine Klage rausschicken an Notch, ey.
Notch und Jeff, wie sie alle heißen. Die würde ich erstmal dick verklagen. So richtig fett. So fett wie ich selbst. egal. Komm, wir schaffen noch bis Level 10 und dann habe ich keinen Bock mehr auf den Scheiß hier. Nein. Er sollte sich bei Renegan dafür entschuldigen. Pump, diesen Drag. Jill Fortuna, ist der tot? Der ist doch ein bisschen leise. Ich kann mir nicht helfen, ich fand das ein bisschen leise, aber gut. Komm, Maus raus und los. Unbesiegbar im Tetris. Ja, das bin ich. Hat es nicht gewusst, dann halt nicht. Ist auch egal. Ich definiere das Spiel neu und ich weiß, dass mich hier alle meine Abonnenten freuen. Ha. Ich bin so übelster Rhymer gerade. Aber eine berechtigte Frage, warum fühlt man sich so cool, wenn man Tetris spielt und total schnell ist und alles funktioniert? Du kannst halt sowieso nicht einfach. Schönes Beispiel, Tokaloon 1. Der Spast denkt, er kann's und er kann es einfach nicht. Tut mir auch leid, Mann. Aber siehst doch ein, du hast es nicht drauf, du Lauch. Nein, ehrlich, ich muss nichts reimen, du hast es nicht drauf. Punkt. Punkt dumm. Dumm. Da, was will dieser Julian denn? Er sollte sich bei einigen dafür entschuldigen. Pum, diesen Drag. Jill Fortune, sie hatte man einfach nur Rap für. Der sie hatte mit Jules Block Bell. Pum, dass sie Rotzlöffel. Du könntest doch als mich. Nein, scheiße, den hätte ich. Fuck, den hätte ich da einsetzen können. Ich bin ja so behindert. Ich bin auch so unglaublich behindert. Fuck. Ah, Mann. Dummheit auf einem neuen Level. Ja, und wenn welche solche roten Pissblöcke ich mir sehe und ich habe keinen Spot frei. Ja, ich muss mein Spiel verbauen, weil das Spiel mich so am Ficken ist. Nee, ich rage nicht, wieso? Das Spiel macht doch Spaß. Ist doch sicher. No Games, ganz tolle Idee, mal Tetris aufnehmen. Es wird sicher ein ganz tolles Special. Macht allen Abonnenten Spaß, sowas zu gucken, ey. Scheißdreck hier. Müsste ich eigentlich verklagen, weil du mich auf so dumme Ideen bringst. Komm, ich habe doch jetzt schon wieder verkackt. Komm, ich bin Level 9. Ich habe es gleich geschafft, dann kann ich diese Scheiße hinter mir lassen. So, und los geht's. Zu bieten und wurde ich ganz schnell zum Favorit. So viele Rapper sind raus, wirklich jammerschade. Warum steht der Asiate jetzt gerade im Finale? Weil er ein Lappen ist, der wirklich nichts Besonderes hat. Der mit seinem Billigreim wirklich jeden Konter verkackt. So viele Rapper sind raus, wirklich jammerschade. Warum steht der Asiate jetzt gerade im Finale? Wer gut blasen kann, fuck it man, das kann doch nicht sein. Er hat kein Talent, noch nicht mal einen dreisilbigen Reim. Er wollte mir noch was entgegen. Jetzt, weißt du, diese roten Blöcke können immer kreuzweise. Die sollen wenigstens kommen, wenn ich sie brauche und nicht, wenn ich sie nicht brauche. Wer braucht Shooter, wenn er Tetris spielt? Wer braucht Shooter? Sicher nicht für den Rage-Effekt. Ja komm. Warum kann ich den roten? Ich könnte auch den roten einmal kurz unsichtbar machen und dann setze ich den in die Lücke da drüben. Oh, jetzt kommt natürlich, kommt jetzt der Orange, wo ich ihn hätte gewartet. Willkommen, Kinder. Es macht richtig Spaß, Tetris zu spielen, weil es ein total tolles Spiel ist. Ich werde es genauso schnell kommentieren, wie die Steine fallen. Komm, einmal noch. Einmal. Letztes Game. Los. Komm. Just bring it, Spiel. Komm. Du willst es, du kriegst es. So, 70.000 Likes von unten nach unten. So peinlich, wenn man es auf Sächsisch mitmachen will, fällt sich einfach behindert an. Fällt sich an wie hingekotzt. Aber das kennen wir ja, Tokaloonia 1. Hingekotzt kennt sich ja richtig gut an. Nein, komm. Wenigstens noch die Line geschafft. Wie viele Punkte kriege ich, Alter? Wie asozial viele Punkte räume ich denn bitte ab? Oh, nein, komm. Nein! Fick dich, Spiel! Ich hab 12.000 Punkte in diesem Scheißspiel. Macht mir jetzt mal einer nach. Ich hab keinen Bock mehr. Fickt euch, Kackspiel! Das war's mit dem Special. Fick dich, Norgames! Scheiß Ideen hast du immer! Fick dich! Nein. Warum hab ich das aufgenommen? Weil ich Bock hatte. Einfach so, weil ich zu viel Zeit, Langeweile und Bock drauf hatte. Ich hoffe, ihr hattet richtig Spaß. Richtig wie bei jedem Video ihr Spaß habt, ein Video zu gucken. Und, ist doch egal. Runterkommen. Wie langsam hätte ich mich beschwert, das ist nicht gut, das werde ich Kind, das werde ich dich ernst, ja. Mit dieser Line beende ich dich mal dieses Video. Einfach so. Wir sehen uns dann irgendwann wieder und, tschüss, komm.